Liebe Steinerfreunde, willkommen bei Steinermeister aus dem Herzen Schweiz, aus dem wunderschönen Städten Zofingen. Und jetzt geht es los, es wird famos und es wird wohl auch groß. Es ist großartig. Dieses Gebäude, Flying Lobster von Orge. Ja, ich habe gesagt, von dieser Firma brauche ich nichts, aber die haben jetzt ein Set, das lizenziert ist. Ja, und darum gesagt, kein Problem, wenn das so passiert, dann finde ich das super für unsere Klemmbausteinwelt, für die Mocker, dass man eben auch zusammenarbeitet. Ich habe auch ihn angeschrieben und habe gesagt, Steinermeister, alles klar, alles gut, schau einfach, dass der Preis nicht so hoch ist. Und ich habe es dann gesehen in einem Schweizer Shop, Brick and Bricks. Und von dem habe ich es dann auch erhalten. Und ich finde es einfach wunderbar. Wird es ist mein neuer Star. Ihr werdet sehen. Jetzt geht's los. Es wird famos. Und es wird, glaube ich, auch groß. Los! Ja, schön seid ihr da geblieben. Der Flying Lobster. Ich finde den super, ich finde das Thema super und das passt ja auch in meine Stadt, die am Meer ist. Da isst man Meeresfrüchte und man genießt das Leben und so weiter. Ich bin gespannt, wie groß es ist. Es hat Fenster auf beiden Seiten und das ist speziell. Das gibt es meistens nicht, weil hier eigentlich immer gewisse Abstand. Das wird auch bei mir eine Herausforderung sein, wo ich das Häuschen reinstelle. Aber wo ich mir gedacht habe, was könnte ich bauen, habe ich mir gesagt, genau so ein Set hat mir gefehlt. Genau so ein Set. Ein Seerestaurant. Ja, Seafood. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Fische, Lobster. Ich liebe Lobster. Lobster. Schnecken nicht unbedingt. Aber das gibt es auch nicht im Fisch, sondern Muscheln natürlich. Muscheln. Aber es gibt Jakobsmuscheln. Die sind lecker. Die sind Delikatesse. Sehr gut. Und in diesem Shop wird das alles geboten und es hat auch viele Teile. Also das ist groß, das sind 25,5 und dann 29,5 cm hoch. Das wird also nicht ein kleines Häuschen. Und darum mache ich jetzt gerade kein Päuschen, sondern ich werde diese jungfräuliche Schachtel jetzt aufmachen und euch den Aufbau zeigen und natürlich am Schluss ein Resümee machen darüber. Ja, seid gespannt, bleibt dran. Ein Steinermeister, es geht los, es wird famos und es wird groß. Los! Wir machen zuerst die jungfräuliche Schachtel mit dem Sackmesser auf und schauen rein. Es hat noch zwei Schachteln, weiter Schachteln, da Schachteln. Und das Coole ist, in der Schachtel A hat es die ersten Tüten schön sortiert und in der Schachtel B leider erst die Anleitung. Das verstehe ich nicht ganz, warum die Anleitung erst in Schachtel B ist, aber ansonsten cool gemacht, coole Dinge. Und ich habe dann eine eigene Grundplatte von Lego genommen, weil die andere, ja, war nicht so super. Und die ist in Grau, das ist doch super. Innen dran hat das auch blaue Steine. Ja, da denkt ihr nicht, das ist das Lego? Nein, das ist nicht Lego. Das ist halt von einem Mocker und der hat es mit Lego gebaut und innen dran ist es also farbig und hat gedacht, ja, dann machen wir auch farbig. Aber innen dran, der Eingang, wunderbar, schön. Dann sind wir der Lobster und dann bauen wir schon das Empfangstheke und dann auch die Möglichkeit dort zu sitzen. Zwei Sessel und ein Kessel in der Mitte. Ja, da ist wohl Reis drinnen oder ich weiß nicht. Oder ein Lobster, der dort badet. Eine Fischsuppe wäre natürlich auch kaum. Und dann sehen wir nach draußen. Da gibt es natürlich auch schöne Fenster. Da muss man ein bisschen raussehen und hinten dran gibt es noch einen Raum. Ein Spezialraum, wo man Dinge verstauen kann. Ja, das ist doch auch cool. Aber ich frage mich, für was das ist. Aber egal. Dann sehen wir dort auch noch den Aufbau weiter. Vorne natürlich alles auch schön gemacht. Und ich habe dann Figuren reingesetzt. Die Figuren waren dabei. Das waren so Minifiguren. Aber diese Minifiguren waren ein bisschen speziell zu bauen. Und die Türe natürlich auch cool gebaut. Da ist nicht eine einfache Türe. Nein, die Türe wird gebaut. Ja, gewisse Dinge sind dann auch ein bisschen fragil, aber das geht eigentlich sehr gut. Und natürlich von vorne auch schön, wie das gemacht ist, gestaltet ist, das Ganze hinterlegt ist. Und dann kommt schon noch Büsche da rein und da muss ich das auf die andere Seite drehen, weil das war einfach ein bisschen schwierig, das darüber zu bauen. Ja, aber jetzt seht ihr das, wie ich das mache. Und dann kommt nebendran, kommt dann auch noch, ja, die Küche. Die Küche, die wird dort gebaut, die wird da reingesetzt und die kann man auf- und zumachen. Ja, das ist super und hat Croissant, das hat auch gewisse Dinge da drinnen. Ja, und der Koch, der
ist hier drinnen. Ich habe den dann natürlich nach oben versetzt, weil ein Koch, der unten kocht, ja, nicht so cool. Oben dran gibt es noch eine zweite Küche. Und das ist cool. Dann bauen wir schon die nächste Etage. Da gibt es auch blaue Platten. Ich weiß nicht, warum die blau sind. Sie werden ja befliest und dann sieht man sie nicht mehr. Ja, ist einfach so. Und dann kommt eine Küche dort rein. Ja, das kennen wir doch so bei den japanischen Restaurants. Da ist ein Koch und da sitzt man rundherum und dann wird dann gegessen und getalkt und es wird da schweißenspräziert. Und das Coole ist auch hier alles innen dran schön verbaut und auch ein schöne Fenster und auch schöne Dinge, die man sieht. Und man hat natürlich die Möglichkeit, auch zu sitzen und dort Gespräche zu machen. Da gibt es zwei Sessel und das ist doch super. Und sehr viele ausgetügelte Dinge, auch Leuchten und so weiter. Das leuchtet so, leuchtet hier drinnen. Und natürlich ein Dampfabzug, ein großer, damit dann nicht die Gerüche da rauskommen. Ja, Fische, die stinken aber nicht so. Das hat natürlich die ganze Dunkel. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu öffnen. Und da gibt es eben auch die große Fensterfront. Und die Fensterfront, die ist auch cool gebaut, ist doppelt gebaut. Das hinten dran, vorne, hei, hei, in. Ja, das ist einfach super. Das ist einfach genial. Wenn man das doppelt baut, dann hat man vorne eine andere Farbe als hinten. Ich mache das meiste nichts wegen dem Platz. Aber hier hat man es wirklich auf die Spitze getrieben. Das ist doch super schön. Und dann weiße Fliesen, die Fliesen, die Fliesen, die Fliesen. Und dann kommt diese blöde Treppe. Und dann gehen wir nach oben. Ja, da geht es los. Da gibt es auch wieder blaue Steine. Ja, der Designer war wohl Fan von den blauen Steinen und hatte noch viel übrig. Und da wird das Ganze gebaut und dort kommt dann der Grill und dort wird dann, ja, obendran getratscht und die Sonne genossen und natürlich auf die Stadt geschaut und auf das Meer. Ich werde es sehen, wo ich sie hinbauen. Aber es ist wunderbar gebaut. Ich finde es super. Und euch gefällt es auch? Euch? Es ist verbracht, es ist geschafft, es ist wunderbar. Der neue Star ist da. Die Lobster Bar. Ja. Das rockt, das verlockt, das finde ich super. Und ich bin stolz, ich hab's geschafft. Es ist verbracht. Und ich liebe ja auch Lobster. Vor allem Lobster und Hummer. Ach, wunderbare Dinge. Gaumen, Freunde, Tupur. Was ich super fand von diesem Set, kurz gesagt, es waren die Scheiben, waren verpackt. Und darum hatte es keine Kratzer. Zweitens, die Anleitung. Super gemacht, schön dokumentiert. Ich habe manchmal einfach ein bisschen Problem gehabt, weil ich dann nicht so damit umkam, dass dann so viele Dinge auf einer Seite sind, wie es bei Lego ist. Ja, das ist halt so. Wisst ihr nicht. Aber man sieht schön ausgegraut, was ihr schon gebaut habt und was ihr neu bauen müsst. Auch welche Steine hinzugefügt werden müssen, schön dokumentiert. Also, die Anleitung, super, super. Die Bautechnik hier, auch genial. Hat viele Dinge, ein paar Dinge sind ein bisschen nicht ganz optimal auf die Steinequalität. Ja, ich kann euch sagen, die Klemmkraft ist gut, aber sie ist nicht hervorragend. Nein, keine Gobrix-Steine, merkt man. Leider. Aber trotzdem gute Qualität, Lego-Qualität. Paar haben diese Abstriche. Ja, da muss ich etwas ändern. Und in der Anleitung auch, ich habe gewisse Dinge optimiert. Ich bin ja Mocker und dann denke ich immer, was kann ich da optimieren? Und dann mache ich es einfach. Was ich optimiert habe, werde ich euch zeigen, wenn ich jetzt das Häuschen euch zeige. Und da gibt es so viel zu entdecken und ich bin beglückt. Ich bin entzückt. Ja. Ich finde es wunderbar. Ich fühle mich wirklich. Das ist cool. Mal die oberste Etage. Da seht ihr ganz viele Dinge. Halt auch Noppen. Nicht viele Fliesen. Es fließt nicht so, die Fliesen. Aber super auch. Ich finde es so schön im Sommer und so weiter. Wenn das Wetter gut ist, draußen auf dem Liegestuhl zu sitzen. Ich liebe das. Ja. Dann ein bisschen iPad und dann zu schauen, was die Leute alles posten. Oder was für Videos kommen. Das mache ich immer gut. Aber das geht es nicht darum, was ich optimiert habe. Hier waren es nur 2x2er. Und ich habe hier 1x2er Fliesen hingetan, weil damit haben wir dann diese Platten hier verknüpft. Und wenn ihr das macht, wie es vorgestellt ist, dann sind die Platten einfach lose und dann fallen sie einfach viel besser weg. Also
das könnt ihr einfach optimieren. Was mir auch nicht so gepasst hat, ist hinten dran, ich verstehe es nicht, warum ist hier jetzt ein blauer Platte drinnen? Einfach so? Nein. Dann gibt es einen Grill, das ist auch cool, aber dieser Grill, ihr seht, der hält nicht, das ist auf einer Noppe und kann man drauf tun, aber eine Noppe ist einfach nicht so super. Wenn man dran kommt, dann fällt das runter. Das kann man öffnen, das sieht auch gut, dann fällt sie wieder auf. Ja, dieser Grill, der will, und da fällt schon ein neues Zeichen weg. Das hat aber jetzt nicht mit der Fremdkraft zu tun, das hat mit dem getan, weil ich da hin und her gemacht habe. Ja, da diese eine Noppe, die ist ein bisschen grenzwertiger. Aber es geht trotzdem noch. Schöne Scheiben auf der Seite, kann man durchschauen, und es hat auch einen schönen Baum. Das ist doch ein Traum. Ja, das ist doch super. Da will man am Abend das genießen und auf. Ich werde es mal so positionieren, meine Stadt, dass man dann auf das Meer blickt und auf die Stadt blickt. Ich weiß noch nicht, aber die wird einen schönen Platz haben, ja. Dann gehen wir auf die nächste Etage. Die nächste Etage, da habe ich jetzt schon gemerkt, da habe ich etwas abgebaut. Ich bin da dran gekommen. Ich zeige euch dann, ja, die Treppe. Die Treppe nach oben. Ein Trauerspiel. Die Treppe nach oben. Diese Treppe hier hinten dran ist an einer Noppe fixiert und es hat hier einfach, ja, ein paar Steine. Und dann hat es 1x1 Plate und nichts drunter. Ich habe drunter jetzt gute Qualität reingetan, damit das hält und das funktioniert, weil sonst ist das einfach zu locker. Ja. Kann man optimieren. Was ich auch gemacht habe, ist die 2x2 Platten mit einer Noppe habe ich ersetzt durch die normalen und Noppen drauf getan. Und damit könnt ihr das ganze Haus sehr gut befestigen. Was das Coole ist, und da finde ich super, ich muss das gar nicht so öffnen. Also ihr könnt ja da reinschauen und denken, ja, sieht super aus. Aber ich kann das Ganze hier auch noch öffnen. So, muss ich mal schauen. Hoppla, verbracht, ganz locker. Ich will das ja nicht abreißen. Nein, das hält. Und jetzt schau mal, was ich machen kann. Ich kann es öffnen. Ist das nicht ein Träumchen? Ihr könnt so von vorne spielen, habt dann genau diese Information. Da seht ihr hier rein. Ihr seht die Bar, ihr seht die Figuren, ihr seht den Lobster, den Hummer. Ja, wunderbar. Grillfisch. Und hinten dran hat es noch Pflanzen. Und man geht auf den Roof Garden nach oben. Ja, das finde ich einfach cool. Coole Details, cool gemacht, coole Bar. Und auch hinten dran seht ihr den Grill. Und es gibt, wenn man es hier wieder zumacht, so, muss ich das wieder richtig zumachen, das hält. Dann seht ihr hinten dran auch im Ventilator, da geht die verschlechte Luft raus. Was auch schön ist, ist hier dieses Fenster, wie es gebaut ist. Und es sind alles Prints. Alles Prints. Und auf der Seite auch schön. Das Einzige ist, es hat hier natürlich dann einen Abstand zum anderen, zum oberen dran. Da geht es nicht durch, aber das sieht man nicht so gut. Und es gibt auch innen dran auch vieles Dinge zu schauen. Da. Also, wunderbar. Wunderschön. Viele Details, befließt alles. Ein Träumchen. Ich kann es euch sagen, ich kann es euch empfehlen. Ich bin beglückt, ich bin entzückt. Und es geht weiter. Es geht ja hier diese Etage, und die ist auch sehr hoch, damit das Gebäude ein bisschen höher ist. Und da seht ihr das Ganze, da gibt es eine Lampe. Und diese Lampe hier, die hält auch nicht so gut. Und auf der Seite diese Fliesen, die fließen nicht so gut, aber vielleicht, weil ich da die Lego Platte runtergetan. Und Grundplatte hat das einfach nicht so gut gehalten. Was das Coole ist, ist nicht, was wir hier haben, sondern wir können hier. Es wird noch besser. Es wird noch besser. Ich bin entzückt. Also wirklich. Da kann man, und jetzt muss ich das schauen, wie ich das rausbringe. Ja, hier. Uiuiui. Da, das ist auch so etwas. Hier ist nur das drinnen und so auf der Seite. Und wenn man das wegnimmt hier, dann hat man ein Problemchen. Weil dann geht das weg hier auf der Seite. Aber wirklich cool. Jetzt habe ich etwas abgebaut. Ja, das ist halt so.
Aber hält jetzt gerade. Ja. Das hier kann ich wegnehmen. Ist das nicht cool? Ich kann das wegnehmen. Ihr seht, die Küche, da ist auch ein Rädchen und das ist auch ein bisschen locker. Locker vom Hocker. Hier, ja, das ist so. Also es gibt gewisse Dinge, die fallen fast beim Sehen ab. Aber im Ganzen hinein sind das Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die einfach, ich finde es einfach super, was man hier erhält, wie das aussieht, die Details, die Muschel bringt man nicht zu. Das ist auch etwas. Aber es hat viele Details. Da kann man sich sagen, ja, reg ich mich auf, aber was man da erhält, bei Lego wird es viel, viel mehr kosten und da ist man Abstriche ein bisschen gewohnt. Und dieses müsste eigentlich gar nicht draußen sein, nein. Da ist ja Sonnenschein. So, und da kann ich das hier euch auch noch zeigen. Hier, da seht ihr das Ganze. Der Eingangsbereich, den Hummer hinten dran, die Gläser und so weiter und so fort. Also, wunderbar gebaut. Und es geht noch weiter. Man kann hier hinten dran. Kann man das auch noch öffnen. Aber dort ist nichts drin. Ich weiß nicht, warum das so gebaut wurde. Aber hier den Abfall reingetun. Aber hier sollte doch etwas sein und den Durchgang haben. Aber nein, hat es nicht. Man kann. Aber es ist versteckt. Da kann man etwas verstecken, ja. Wenn man etwas will verstecken, weiß man, hier in das Häuschen, man kann auch die Türen öffnen hier. Ja. Und wieder zumachen. Die sind eben nicht Lego-Türe, sondern die sind gebaut. Dann kann ich das wieder hier, ja, dieses Steuerrad, dass das immer wegfällt. Ich weiß nicht, bei mir einfach, vielleicht bei euch nicht, aber mir fällt es weg. Kann ich hier wieder drauf tun. Und ich kann dann diesen wieder hier hinterlegen. Hier ist eine Öffnung. Und ich kann es hier modular zusammentun. Und das Coole ist, man kann es hier öffnen, man kann es hier auf der Seite öffnen, man kann es bespielen, man kann grillieren oder grillen, wie man in Deutschland sagt. Ja, wir sagen grillieren in der Schweiz, ja, ist einfach so. Ich gehe mir noch mal auf den Schöpfer. Hier, das ist die Vorlage. Und Bai O So Yang, der hat ganz viele Sets auch kreiert und hinterlegt. Und natürlich bei Brick & Bricks in der Schweiz könnt ihr diese Sets kaufen. Für einen guten Preis, der ist viel günstiger und gibt die Originalanleitung und die Originalschachtel dazu. Ja, das ist doch super. Wie findet ihr das Häuschen? Würdet ihr es auch kaufen? Bisschen Abstriebchen muss man machen, bisschen Klemmkraft, bisschen Orten. Da bin ich nicht ganz so glücklich, aber vom Ganzen her, ich finde es wunderbar. Ist das der neue Star? Schreibt es rein in den Kommentaren. Ich freue mich auf Kommentare. Ich freue mich auf Likes. Ich freue mich, wenn ihr weiterschaut. Wenn ich die nächste Woche mal drüber rede, wie man mit Mocks umgeht. Ja. Wie erkennt ihr geklaute Mocks? Und ich finde es ja super, dass eben diese Firma Urche hier mit dem Design zusammenspielt. Die haben bis jetzt auch geklaute Mocks gebraucht. Und jetzt bringen sie eins mit dem Mocker zusammen. Ich finde das super. Unterstützt das, unterstützt das, unterstützt das und kauft Sets, die mit Mocker gemacht wurden. Ja, das finde ich doch wunderbar. Hier, der neue Star oder nicht? Ich weiß nicht. Damit sind wir am Schluss und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Steinermeister und tschüss.